Tja, heute mal nicht Star Trek. Es gibt rotes Kibbel aus The Expanse. Moin und damit willkommen zurück, mein Star-Smoothie für diese Woche mit dem, was ich angesagt habe, das rote Kibbel. Nun, eigentlich sollte es da schon letztes Jahr geben, dann hatte ich meine Verletzungspause, wovon ihr ein bisschen wisst. Und ja, irgendwie danach ist das nicht mehr so aufgekommen und ich weiß auch nicht warum. Deswegen, heute mache ich das mal für euch, denn ich wurde von einigen Leuten auch gefragt, hey Smoothie, wann machst du das denn wieder? Tja, Erfahrung heute. Und wie wir das zubereiten, das zeige ich euch jetzt. Also machen wir Gürtlerfraß. Um rotes Kibbel zu machen, brauchen wir 260 Gramm rote Bohnen. Ich habe mich hier für rote Azuki-Bohnen entschieden. Das sind japanische Bohnen, ihr könnt aber auch Kidney nehmen. Dann 150 Gramm Shiitake-Pilze aus der Dose. Und was wichtig ist, die Flüssigkeit, die wir in dieser Dose haben, die haben wir komplett aufgehoben. Und dann kommen auch schon unsere Gewürze. Da haben wir 1 Esslöffel Chiliflocken, 1 Esslöffel Kümmel, 1 Esslöffel Knoblauchpulver, 1/2 Esslöffel geriebenen Ingwer, dann etwas Salz, 1/4 Teelöffel Zitronenpfeffer, 1 ganzen Teelöffel Zimt und 2 Esslöffel Speisestärke. Und dann können wir auch schon loslegen. Gebt einfach jetzt die Pilze in eine trockene Pfanne. Das ist einfach, damit wir ein wenig von der Flüssigkeit rauskriegen, wie wir das damals bei der Düxelle gemacht haben. Nach ein paar Minuten auf Medium-Hitze seht ihr schon, da kommt ein bisschen Dampf raus und das machen wir so lange, bis jetzt fast der ganze Dampf weg ist. Das machen wir dafür, dass es später nicht auseinanderplatzt, wenn wir es frittieren. Und dabei immer ein bisschen umrühren, denn ihr wollt das auch nicht verbrennen. Nach ca. 10 Minuten haben die Pilze ein bisschen Farbe bekommen und 90% der Flüssigkeit sind weg. Jetzt geben wir unsere Bohnen hinzu. Die haben natürlich auch ein bisschen Flüssigkeit, aber die geht schneller raus als bei den Pilzen, weil die nicht so viel haben. Die mischen wir jetzt einmal schön gut unter und lassen da auch ein bisschen auf mittlerer Hitze natürlich alles schön vermengen. Nach etwa 2 Minuten geben wir 50 ml Sojasauce in diese Mischung und lassen die auch komplett verdampfen. Wenn ca. die Hälfte der Sojasauce verdampft ist, noch 1 Teelöffel Zucker in die Menge hinzugeben. Das hilft ein bisschen mit der Karamellisierung, gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Süße. Nach ca. 2 Minuten, wenn alles verdampft ist, haben wir diesen komischen Klumpen. Und da geben wir zu einem Esslöffel Gochujang. Das ist eine koreanische Chili-Paste, die hat einen ganz bestimmten Geschmack, der ist sehr schwer zu kopieren. Also da solltet ihr wirklich darauf achten, dass ihr wirklich auch diese Paste und keine andere bekommt. Größere Supermärkte führen die bereits, allerdings in jedem Asia-Shop bekommt ihr die ebenso. Dann stampfen wir die Masse, arbeiten das alles ein bisschen unter, finden raus, dass das nicht so gut funktioniert. Dann nehmen wir den Spachtel, um die ganze Masse klein zu kriegen, was ein bisschen besser funktioniert, aber immer noch nicht 100% Zufriedenheit bringt. Und wie ihr sehen könnt, es wird schon leicht rötlicher durch das Gochujang. Also ziehen wir uns einen Handschuh über, zeigen dem Bohnen, wer der Boss ist, indem wir mit der Hand richtig schön reingehen und das alles zu einer schönen Paste vermengen. Wenn die Paste die Konsistenz ist, die wir mögen, dann einfach alle Gewürze auf einmal reingeben. Und dann einfach damit beginnen, alles schön in die Masse einzuarbeiten. Es muss wirklich schön gleichmäßig alles verteilt sein. Also darauf wirklich achten, wirklich gut durchkneten. Zeigt der Masse richtig schön, wer hier der Boss ist. Und nachdem ihr alles eingearbeitet habt, habt ihr ungefähr so einen etwas festeren, teigähnlichen Klumpen. Alles gekocht ist, können wir es gefahrlos probieren. Einfach mal probieren und super. Also die schmecken richtig gut. Hier könnt ihr noch die Würzung anpassen, wie ihr wollt. Und jetzt zupfen wir uns ein kleines Bällchen ab. Das formen wir in unserer Hand zu einem Zylinder, zu einem kleinen Bällchen, Würfel, wie wir wollen. Also das ist wirklich uns überlassen. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir den ganzen Teig aufgebraucht haben. Und 2 Minuten später, alles aufgebraucht, da seht ihr das Ergebnis. Und die sind jetzt fertig, um frittiert zu werden.
Da ich keine Friteuse habe, mache ich das Ganze in einem Wok, also einfach Öl im Wok auf 170 Grad hochheizen. Ich habe da, um das zu kontrollieren, mein Thermometer reingesteckt. Hier seht ihr 170 Grad. Falls ihr keinen Thermometer habt, einfach den guten alten Holzstab-Trick. Nehmt einen Holzstab, steckt ihn rein, wenn er Blasen schlägt, dann ist das Öl fertig. Ihr könnt das auch in der Pfanne machen, indem ihr das wie bei einem Schnitzel das Öl in die Pfanne gießt, halt nicht ganz zu hoch, sondern so halb hoch. Und dann geben wir jetzt auch einfach schon das Kibbel rein. Wie gesagt, die sind schon gekocht, die brauchen nicht so lange. Das Ganze braucht jetzt maximal 30 Sekunden bis eine Minute. Sie sollen außen nur schön knusprig sein und innen noch schön weich und fluffig. Was wichtig ist, immer wenn ihr was in die Friteuse reingebt oder ins heiße Fett, dann fällt die Temperatur zu Anfang. Das heißt, gebt nicht zu viel rein, wenn ihr wollt es nicht zu kalt haben. Wird euer Öl zu heiß, einfach nur kaltes Öl reinkippen. Versucht immer so die Temperatur von ca. 170 Grad zu halten. Und wenn unser Kibbel anfängt, oben ein bisschen an der Oberfläche zu schwimmen, so wie das hier schon der Fall ist, dann können wir es auch schon fast rausnehmen. Wir gucken uns das gleich jetzt einmal an. Und siehe da, leicht goldenbraun. Die sehen richtig gut aus. Die legen wir jetzt einfach nur auf ein bisschen Küchenkrepp, damit die abtropfen können. Frittieren die anderen durch und dann kümmern wir uns um die Soße. Jetzt fragt ihr euch, Smoothie, wozu brauchen wir denn das Pilzwasser? Ja, das haben wir hier. Da haben wir 1 Teelöffel Harissa-Paste drin, 1 Esslöffel Tomatenmark und 1 Esslöffel Honig. Wenn ihr das vegan halten wollt, packt Agavendicksaft rein. Das ist euch recht überlassen. Das mischen wir einmal gut durch und lassen es einmal richtig sprudelnd aufkochen. 1 Teelöffel Speisestärke mit 1 Teelöffel Wasser vermengen und diese Mischung dann langsam reintropfen, bis ihr eine Konsistenz habt, die ihr wollt. Diese Slurry, die dickt ein bisschen gut ein und so bekommen wir eine schöne Soße. Das nochmal kurz aufkochen lassen und dann runter vom Herd. Dann einfach unser Kibbel in eine Schüssel unserer Wahl geben, die Soße drüber kippen. Und schon sind wir auch fertig und da haben wir unser wunderbares rotes Kibbel aus The Expanse. Lecker, scharf und ein echtes Soulfood, möchte ich meinen. Stunde der Wahrheit. Wie schmeckt Gürtlerfraß? Definitiv den Kümmel raus, also da haben wir schon mal das Richtige getroffen. Es ist scharf. Wenn ihr scharfes Essen nicht gewohnt seid, passt es ein wenig auf euren eigenen Gaumen an, denn zu viel Schärfe kann auch schädlich sein. Ich bin aber ziemlich zufrieden damit und ich muss sagen, von der Textur her ist das so ein bisschen wie Falafel. Außen knusprig, innen schön weich und fluffig. Die Soße gibt auch noch eine gewisse Süße dazu, die die Schärfe ein bisschen rausnimmt. Trotzdem, seid ihr das Scharfessen nicht gewohnt, lasst es bleiben und tut euch das nicht an. Dann macht ein bisschen was mit der Würzung nach eurem Geschmack. Tja, und nächste Woche beim Star-Smoothie, da gehen wir in die geheimen Gefilde des Talchia und des Romulanischen Reiches, denn es gibt romulanisches Venerin. Schärfe ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn in ein paar Tagen, da stelle ich mich den hier, der Spicy Ramen Challenge. Das ist die schärfste Fertignudel der Welt, 8000 Scoville. Also, schaffe ich die? Glaube ich, dass die Leute übertrieben haben? Tja, wir werden sehen.